Hi Leute, ich bin der Pili und willkommen zu Metatron. Heute ist der große Release-Tag, den wollen wir natürlich nicht verpassen. Und damit ich das Ganze nicht allein durchstehen muss, habe ich mir ein bisschen Verstärkung genommen. Der Talanor ist mit dabei. Jo, hallo, Und Talanor hier. ja, wir werden jetzt einfach mal loslegen, mal gucken, was es zu entdecken gibt, was gibt es Neues, was ist alt geblieben, was können wir machen, können wir uns ein Häuschen bauen, vielleicht ein paar Schandtaten anstellen. Wir gucken mal, der Server ist reich bevölkert, wie ihr seht, ist wirklich voll. Und die Map, da hat sich eigentlich nichts geändert, oder? Talano. Nö, außer dass sie jetzt auch endlich mal auf der Taste M liegt, statt Genau. auf der Ja. Taste V, ist alles gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich vorbeigeklickt habe. Oh, ja, ne? Und bei Enter, dann geht immer noch der Bug Report auf, statt der Chat. Das ist Das auch stimmt. noch etwas. Ja. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das sind so Kleinigkeiten, genauso wie wenn ich meine Augenbrauen-Hochzeichen machen will, die Konsole aufgeht. Aber das ist auch nicht schlimm. Da wollen wir mal drüber hinwegsehen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal hier mit der Höhle. Es wird eh dunkel, da können wir uns auch direkt in die Höhle verziehen. Und ansonsten, da hinten der See, der sieht ja eigentlich sehr idyllisch aus, um da mal ein kleines Lager aufzuschlagen gleich, oder? Das können wir machen in alter Manier. Ja. Genau. Es wird ja auch schon dunkel und dann kommen die schönen Geräusche. Das ist doch. Da wollen wir lieber in der Höhle sein. Ja, genau. Oh, und ist auch schon wieder respawned alles. Das heißt, wir kommen genau Ach. richtig. Und Dann können wir ja. ja, mein Rucksack ist auch voll. Ja? Das heißt, ich kann nicht mal was aufnehmen. Ja, meiner Perfekt. auch. Ja, das hat sich ja gelohnt, hör mal. Super. Was liegt Ja, denn hier? nochmal, jetzt haben wir für die anderen schon was Ja, hingelegt. So sind wir. Kupfer kann ich mitnehmen noch. Ah ja, Das das ist geht. gut. Jetzt müssten wir irgendwie zwei Rucksäcke hier finden. Das wäre perfekt. Ja, aber ich kann Metall mitnehmen. Das, guck mal, wie Ach wir uns ja, hier hör mal. ergänzen. Perfekt. Stein nicht, aber Stein brauchen wir auch nicht. Was fällt hier? Stein. Ah, Schalk kann ich auch mitnehmen. Ja, ich hab hier eine Storage. Oh, Moment. Ich habe den Rucksack gefunden, der ist aber leer. Ja. Ist buggy. Oder hast du den schon Nee. Nee, gelootet? der scheint nicht respawned zu sein. Der Ah, respawnt okay. wahrscheinlich langsamer. Wir können aber mal gucken, ob hier hinten noch einer hier ist. Hier ist wieder Kupfer, das nehme ich damit. Ja, das ist gut. Vielleicht können wir ja. Na super, ein Kupferding und ungefähr zwei Kupfer drin und acht Steine oder sowas. Super. So, dann gucken wir mal hier oben. Hier ist aber auch keine Truhe mehr. Hier ist wieder Eisen, glaube ich. Das wäre dann Ist deine das Aufgabe. Eisen? Ah ne, das ist hier, Chalk wieder, ne? Doch, doch, doch. Metal Oh, oh Ore ja. und Dann das so. dachte erst, es wäre Magnesium, Ja, dann aber. das. Ne, Magnesium ist das blaue daneben. Ah ja, okay. Aber das kann ich nicht Nee. mitnehmen. Also bei mir fluppt es hier gerade so richtig. Alles zur Ja. Seite, aber egal. Da muss keiner mehr abbauen hier. Nein. Wie bei der Lufthansa. Das wäre jetzt so eine Hammer-Überleitung gewesen, wenn du was über die Lufthansa zu erzählen hättest. Ja, das wäre richtig gut, ne? Ich kann was erzählen. Als ich im Thailand-Urlaub war und dann zurückgeflogen bin, da sind doch 13 Stunden, sind ja wirklich echt eine lange Ja. Flugdauer. Und wir hatten das große Glück und ich war sehr, sehr zufrieden damit, dass das Entertainment-System an der neuesten Flugmaschine, der Boeing, also irgendwas, die neueste auf jeden Fall, der dickste Airbus, Ja. komplett ausgefallen Oh ist. Gott. Ne? Und ich musste mich da 13 Stunden beschäftigen. Ja. Das war eine Herausforderung. Also das, ja. Und dazu muss Deswegen Lufthansa. ja, dazu muss man sagen, und das ist jetzt keine Beleidigung, aber du bist ja auch noch älteren Semesters. Was macht denn da das jüngere Ja, Semester, die sich irgendwie so gar nicht mehr selbst beschäftigen können? da sind die älteren Semester dann gefragt. Ne? Ja, Mit alten wahrscheinlich. Spielen muss man da noch mal. Da wird wahrscheinlich viel Skat gespielt auf dem Flug. Ja. So, Genau. Talana, such dir mal einen schönen Platz aus. Oder sollen wir ins Ja. Wasser bauen? Ja, ich finde, wir zeigen direkt mal allen die Geheimtricks aus der Beta. Denn in Metatron könnt ihr unter Wasser bauen und dann sieht euch keiner. Erstmal. Ja. Zum Beispiel hier in der tiefsten Stelle des Sees könnten wir jetzt quasi was hinbauen. Weißt du, wo ich Ja, bin? ich baue mal hier oben auf die Insel hier oben so eine Werkbank. Ah ja, Die genau. brauchen wir nämlich Ah auf alle ja. Fälle. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Die kann man auch unter Wasser, ne? Ich baue auch mal eine hier hin. Ja, bau mal eine zur Sicherheit unter Wasser. Genau. Falls hier einer tauchen kommt, Ja. Damit dann. er wenigstens was bauen kann. Ja. Genau.
So, das ist ja ein typischer Taucherausflug, unter Wasser bauen. Genau. Was brauchen wir denn? Wir brauchen erst Boden, oder? Genau, ich habe schon 3 Böden gebaut. Dann baue ich doch die Wände. Das ist total gut. Baust du auch dann eine Tür? Ja. Also eine Tür. Wie groß willst du denn bauen? Ich habe jetzt 3 Böden gebaut. Gut, ich habe jetzt 12 Wände gebaut. Oh, komm, ich baue 4 Böden. Dann wird es wenigstens ein bisschen geräumig. Und da müssten noch die 12 Wände auch dran passen, ja, schätze ich. Wahrscheinlich. Ich stell die einfach mal hier hin. Ja. Wir machen da einfach Try and Error und blamieren uns jetzt nicht, wenn wir rumrechnen. So, das heißt, das sind jetzt 4 Böden. Nee. Das sind 4 Böden. So, da baue ich jetzt die Wände dran. Ja. Es geht nicht, weil du hinten in den Sand reingebaut hast. Nein. Dann machen wir hier den alten Pfadfinder-Trick, demolish. So. Genau. Und setzen die 1 nach vorn. Aber wir sehen ja nachher unter Wasser gar nichts. Das stimmt. Sollen wir vielleicht doch hier irgendwie, oder zumindest so, dass es aus dem Wasser rausragt, hier am Rand irgendwie? Ja, oder wir bauen hier schon mal eine Nothütte, eine Mini-Nothütte und bauen oben an Land dann die eigentliche Basis. Aber dann kann man uns quasi an Land ausrauben und denken, jetzt haben wir sie dran bekommen, und aber eigentlich sind alle wichtigen Materialien im Wasser. Ja, wobei ich sagen muss, ich stehe am Rand und kann selbst ohne Fackel bis auf den Grund gucken und sehe alles, was du da unten machst. Oh. Okay. Aber das heißt ja nicht, dass es als versteckt nicht funktioniert. Nee, komm, dann ist ja, das ist ja albern, dann ist ja doof hier. Schade, ne? Es war so gut gedacht. So, ich demolisch mal schnell wieder meine Werkbank und dann komme ich zu dir rüber und dann bauen wir da hinten einfach am Rand irgendwo was. Ja, warte, dann baue ich hier mal die Böden nochmal ab. Genau, wieso sterbe ich gerade? Ach, ich sollte mal was essen. Ah ja, das vergisst man leicht. Dann haue ich mir mal gerade 70 Speeren rein. So. Hier oben finde ich ganz schön, Hammer. Ja. Hier. Ich bin noch im Wasser. Ich komme gleich mal. Ich guck mal, wo bist du denn hier? Mit M kann man ja jetzt die Karte aufrufen. Ah ja, ja, genau. Ja, das ist doch schön. Ja, ich komme mal hier oben. So eine kleine Fläche und das sieht doch ganz, ganz nett aus. Gucken wir beim Sonnenaufgang. Ja. Ach, was weiß ich, wo die Sonne aufgeht. Auf alle Fälle können wir auf den See gucken. Ja. So, dann setz mal deinen Boden. Mal, genau. Den Boden des Grauens. So. Ja, das könnte funktionieren, theoretisch. Ja, aber hier, das sieht wieder aus wie so ein Hangboden. Ja, dann bauen wir Richtung See runter. Ist auch kein Problem. Dann ist das jetzt hier oben erstmal unsere Basis. Ich baue mal hier oben schon mal eine Tür hin, dann sicher ist sicher. Ja, das ist gut. Oder bau die doch hier raus, dann fällt man immer runter, wenn man rausgeht. Dann kann man nur als Speed-Mutant reinspringen. Man muss mal mit so Vollspeed in diese Tür reinspringen. Und einer muss sie auch oben aufmachen. So, das hier wäre jetzt meine erste Tür und dann baue ich hier die Wand. Guten Tag, ja. Was denn jetzt hier? Oh Gott, ich sehe nichts, das Ding hängt mir im Gesicht. Ah ja, so, jetzt sehe ich es. Das ist quasi unsere Eingangshalle. Ja. Von unserem Trautenheim. Sehr schön. Könntest du mir noch sagen, wo die Werkbank steht? Dann kann ich nämlich schon mal die Decke bauen. Ja, Werkbank. Achso, warte, die habe ich wieder abgebaut. Die Werkbank baue ich hier rein. Pass auf, die steht jetzt perfekt drin in der Ecke. Links. Ja. Da bin ich schon dran. So, dann baue ich eine Tür auch mal direkt. Wir wollen ja nicht ausgeraubt werden. Weil wenn jemand nur von vorne kommt, sieht er gar nicht, dass hinten offen ist. Das stimmt, ne? Wenn so einer mit dem Boot ankommt, dann genau. Weiß dann so, er gar nicht. Oh Mist, jetzt hat er uns entdeckt. Ja, genau. Guck mal hier. So, eine Decke hatte ich auch schon. Ja. Oh, jetzt haben wir die, aber die nee, das geht nicht. Ach, das sah doof aus. So. Ach, wir bauen noch irgendwo eine Treppe hoch, ne? Denk dran. Aber die können wir auch gleich noch bauen. Ach so, Doppelstock. Ah, die können wir aber gleich auch noch bauen. Ja. So, das ist, dann musst du gleich hier ein bisschen Flur weiterbauen. Floor. Noch mehr Floor, warte mal. Wie gesagt, mir fehlt immer noch so ein bisschen Fackeln, die man aufstellen kann. Oder gibt's das mittlerweile? Ja. Nee, das wäre echt richtig gut, weil man so immer, ne, immer nichts sieht, quasi. Genau. So. So, ich habe mir mal ein Backpack gebaut.
Das ist eine sehr gute Idee. Das mache ich auch direkt mal. Holz. Habe ich gesehen. Das ist übrigens irgendwie ein Rohstoff, der dem Spiel fehlt, ne? Stoff. Ja, den haben sie auch noch nicht irgendwie hergebracht. Nee, also implementiert. Ich weiß noch gar nicht, ob sie das wollen, ob sie den Weg gehen wollen, weil dann kommen ja auch sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Mhm. So, gibt es eigentlich irgendwie neue Waffen oder so? Nee, ist eigentlich alles genau das, was man kannte. Ja, es ist wirklich, also die bauen ja jetzt nach und nach immer ja, besser, sicher, aber ja. Das hier ist die Beta quasi noch. Genau. So, ich brauche uns mal eine Kiste hin, auch wenn die wahrscheinlich sowieso geradet wird. Aber das ist ja erstmal gar nicht schlimm. Genau, ich gehe mal eben ein paar Steine sammeln, dann kann ich nämlich schon ein bisschen Fleisch auf den Grill legen. Dann haben wir auch was zu essen. Na also, wir haben einen Grill? Den baue ich jetzt gleich. Okay. Das ist ein sehr alter Grill, aber er funktioniert. Das sind die besten. Ja. Ja, so ein rustikaler Schwenkgrill, ne? Da genau. Ist. So. Dann muss ich mal eben hier an die Werkbank. Jo. Ah ja, okay. Das wird schon ordentlich hier. Ein kleines Häuschen. Ja, ich dachte auch so, ja, machen wir mal hier so. Wahrscheinlich ist es, drei wahrscheinlich Stück. Ist es morgen weggebombt. Aber. Ja, es kann sein. Ich baue mal hier den Grill dann hin, dann. Wir müssen unseren Fans so, ja was bieten, haben wir. Ja, auf jeden Fall, dass die. Nicht, wenn denen langweilig wird, ne, und dann hören die auf zu spielen. Genau. Da muss man immer. So. Ja, Fenster kann man auch bauen, aber für Fenster braucht man Nägel und Nägel kann man leider selber nicht herstellen. Deswegen sind die ersten Hütten immer ohne Fenster und da kann man dann nach genau und nach jetzt würde ich sagen, Fenster einsetzen. Bauen wir uns hier in den hinteren Teil so eine zweite Etage. Der vordere Teil wird einstöckig, also bis zu der Ecke genau, und der hintere Teil, den bauen wir einfach zweistöckig. Das ist voll die gute Idee. Auch für diese super Idee brauchen wir Nägel. Verdammt, warum? Ja, für die dämlichen Treppen. Wie viel denn? Ne, braucht man ja Nägel. Viele. Also wirklich. Für eine Treppe brauchst du so, ich meine, 6 Nägel. Steht doch da, warte. Kann man mal gucken, aber Wood Stairs 5. 5 Nägel. Da, bitteschön. Wo hast denn du Nägel her? Ja, hast du Nägel? Hammer. Natürlich habe ich Nägel. Was? Ja, ich weiß, genau. Ich weiß, wer die Rucksäcke gelootet hat. Ja, den einen hatte ich ja gelootet, wo wir das erste Mal in der Höhle waren. Da haben wir noch nicht aufgenommen. Ja. Ja. Und da waren schon direkt Nägel drin. Da waren 6 Nägel genau drin. Von daher reicht das genau hier für die eine. Und jetzt kann man hier oben noch den Boden hinbauen. Kann ich hier auch Boden bauen? Ja. Wie geht denn das hier? So. Mit Wood Ceiling kannst du das. Genau. So habe ich mir das doch gedacht. Also ich versuche gerade meine Werkbank irgendwo hinzusetzen. Ah, da hast du schon alles. Perfekt, dann kann ich ja hier auch schon zubauen. Ja, und jetzt kriegt der eine oben links und der andere oben rechts sein Räumchen. Gemach. Genau. So. Ja, voll gut. Ja, und dann können wir sogar irgendwann auf Zeit mal noch hier unten 2 Leute einquartieren. Ja, kann man bei Airbnb anmelden. So, jetzt gibt mir nur leider das Holz aus. Das heißt, unser Traum ist schnell ausgeträumt. Das ist ja schade hier, warte mal. Nee, für ein Bett reicht's auch nicht mehr, ne? Nee. Ich glaube, wir müssen hier oben nochmal ein bisschen abholzen gehen. Die Hütte will ich wenigstens fertig bekommen hier in der Folge. Wenigstens noch hier oben zubauen und ein Dach drauf. Fenster, die Lücken zwischen dem Holz, das ist so breit, da brauchen wir gar keine Fenster. Das stimmt. Okay, ja, dann geh ich schon mal abholzen und Steine sammeln. Steine brauchen wir auch und ja.
Die ersten Waffen, ach je, oh Gott. Ja, oh Gott. Da kann man sich schon mal so einen Abend mit aufhalten. Ja, genau. Ich glaube, da werden wir auch nicht hinkommen. Ich glaube, für uns ist, glaube ich, ein gutes Ziel, ein kleines Häuschen zu haben. Ja. Ja, so eine Starterhütte, kann man sagen. Genau das. So. Ja, das ist schon Advanced-Modus hier, oder? Also unsere Hütte. Hm. Mhm. Das haben wir auf der Tron fortgeschrittenen Akademie gelernt. Genau, da war ja eine Schulung jetzt die letzten 3 Wochen. Ja, leider habe ich jetzt den größten Teil des Unterrichts verpasst. Ach, aber dafür hast du aber gut hier Gas gegeben jetzt noch hier. Merkt man nicht. Also ich merke das nicht. Grundkurs Wohnungsbau war ich noch da. Ah ja. Genau. Die Lehren des Pfadfindens Teil 3 kam danach. Genau. Ach so, Fleisch ist ja jetzt in der Hütte schon am Grillen. Müsste schon fertig sein. Wo ist denn nur Fleisch her? Ich habe noch kein lebendes Wesen gesehen, außer die anderen Spieler halt. Ja. Sag mir bitte nicht, du hast einen anderen Spieler gegessen. Noch nicht. Es ist ja noch im Grill. Nein, es ist, wie der Zufall es wollte, bin ich direkt neben einem Nilpferd gespawnt, was auch irgendwie meinem Körpertyp entspricht. Von daher konnte ich es direkt erlegen, quasi. Daher habe ich Fleisch. Na, wunderbar. Ja, ich spiele nämlich hier den Chubby-Type, also den Tank. Deswegen, damit ihr als Zuschauer das auch versteht, ich bin etwas beleibt. Ja, ich bin etwas dürr. Ich bin aber auch der Speedy. Genau. Wendig. Wendig. Wood Ceiling, das kostet so viel. Wieso kostet das so viel? Wir könnten natürlich auch ein normales Dach da hinten drüber bauen. Natürlich auch irgendwie Style. Mhm. Was meinst du, so ein richtiges Spitzdach? Ja, genau. Da brauchen wir jetzt aber 1, 2, 8, 8 mal 120, 140 Holz. Bräuchten wir da jetzt für? Ja, ich habe schon wieder, warte mal, ich habe schon wieder 120 gesammelt. Oh, nice. Dann, ja gut, kümmere du dich, kannst ja schon mal um die Wände innen und die Türen kümmern für unsere Zimmer. Und ich kümmere mich dann jetzt gleich ums Dach. Und dann haben wir unser Haus auch schon fast fertig. Da hinten laufen Spieler rum. Das Fox ist dem Server gejoint. Nice. Der wilde PvPler. Ja, jetzt können die Spiele beginnen, würde ich sagen. Ja, wir brauchen Waffen. Ja. Reiß das Haus wieder ab. Vergiss das Haus. Ja, genau. Es wird eh weggebombt. Wir bauen uns Steinpistolen und gehen auf die Jagd. Ja, das können wir echt. So, hier. So, einmal open. Ja, hier sind 7 Fleisch im Grill. Ich nehme die mal raus. Ja, wunderbar. Und die kann ich doch bestimmt splitten. Jawohl. Dann machen wir das so. Zack. Oh, Manü. Jetzt hat er was gegessen. Jawohl. Ah, der Fox scheint aber keine eigene Truppe zu haben, ne? Zumindest hat er noch keinen Teamnamen. Alle so Fox, hey Fox, Herz, Fox und so. Und in einer Woche alle so, oh Fox, I hate you, leave the server und. Ja, genau. Genau. Da steht so ein mega fetter Betonklotz einfach so in der Mitte der Karte. In riesigen Lettern obendrauf, Fox. Ja, genau. Das hängt so, wie bei Manta Manta hängt da ein Fuchsschwanz, weißt du, der als Flagge hängt dann da runter. Ja. So. Was denn hier? Zack. Oh, guck mal, das ist aber cool geworden jetzt hier. Muss die Tür noch rein. Bedimm.
Können wir noch Bärenfelle hier aufhängen? Ja, wunderbar. Ah. Ja. Tippitoppi. Gott. Ah, ich überhöre es. Ist okay, ich hab nichts gehört. Ja. Hier, ich werfe dir mal die. Das ist. Heute Abend ist. Warte mal, hier, guck mal. Ja, ich komme sofort. Ich brauche noch 3 Holz. Na gut. Ich habe dir da Fleisch hingelegt. Du machst jetzt ein Spitzdach für hier oben, ja? Genau. Okay. Brauchst du dafür noch Holz? Weil ich habe noch Holz. Ja, wenn du ein bisschen, du könntest die Eckdinger machen, die halt an den Seiten unter die Spitzen drunter kommen. 4 Stück brauchst du davon. Warte mal, ich habe noch nie Gable oder wie heißt das? Irgendwie sowas. Ja, Wood Gable gibt's. 3, 4, okay. Ah, ja, jetzt. So langsam nimmt's. Jetzt erschließt sich. Ja, guck mal hier, jetzt. Der muss noch hier rüber. Mensch, komm die Treppe nicht mehr hoch. Bam! It's awesome hier. Richtig gut. So, wenn das mal kein Haus ist. Ja, warte mal. Ja, zack. Machen wir hier noch schön zu. Und dann. Aber in der Beta ging das hier besser, muss ich sagen. Zack. Wir sind sogar gar nicht so weit weg von der Base, also von der Dingsbase. Der Hornet Base quasi. Ah ja. Machen wir noch mal. Muss man nicht so weit laufen zum Raiden. Macht man einen Marker auf die Karte New Location. Und den nennen wir dann Pili and Tala Base. Ja. So, cool geworden. Echt cool geworden. Was haben wir das jetzt so schnell, so schön gebaut? So, hab die Location mit dem Team geshared. Die wissen jetzt auch alle, wo unsere Hütte ist, damit uns nicht einer von unserem eigenen Team wenigstens hier ausräumt. Ja. Aber wie gesagt, wir müssen ja nicht großartig was reinräumen. Wir haben ja alles dabei zurzeit. Ja, richtig gut geworden, echt. Komm, wir gucken. Ich guck mal hier für die Zuschauer auch mal von unten. Ja, oh ja, okay, da könnte man jetzt noch eine Terrasse nach vorne rausbauen. So einen Überhang zum See könnte man noch machen. Mhm. Dann kann man fast von oben heraus angeln. Oh, wie geht denn das Hut weg? Haben die das geändert? Man muss schon mal gerade in Controls gucken. Was nicht? F12? Ne, F12 war ein Screenshot, ne? Ach, F11, das haben sie extra geändert, jetzt wegen dem Screenshot wahrscheinlich. Das kann sein. Aber den Chat kann man immer noch nicht ausschalten, das ist ein bisschen schade. Ja, das ist echt schade. Da, ja, ach, gut, dass du es sagst, da würde ich mal ein bisschen ausschneiden müssen nachher. Ja. So, ich mache immer schon extra Fotos, wenn ich gerade die Waffe wechsle, damit die Hände so kurz weggehen. Ja, die Hände wäre auch gut, wenn sie die nochmal ein bisschen über... Ja, die sehen schon sehr gecremt aus. Ja. Aber wir achten halt auf uns. Genau. Jo, sehr cool. Von mir aus, also ich wäre soweit und von mir aus kann die Folge hier enden. Ich glaube, die ist auch jetzt schon über eine halbe Stunde dicke lang. Ja, 24 Minuten bei mir. Ist aber ein guter Punkt. Unser Häuschen ist fertig, sieht auch ganz schön aus. Ist doch in der Schnelle der Zeit größer und schöner geworden, als ich das dachte. Ja, für das wir erst so unter der Wasseroberfläche und dann sind wir jetzt hier mit unserer Villa. Ja, dein Sicherheitslager bauen wir nächstes Mal. Da kommt dann so ein Feld, 4 Wände, ein Dach und eine Truhe rein. Ja, oder nur die Truhe, ne? Ja. Geht ja auch. Gut wäre, wenn man so Zettel schreiben könnte, dann schreiben wir einfach so drauf Edgy Badge oder so. Ja, genau. Falls jemand die Mühe macht, unter Wasser zu sprengen. Ja, das könnte man echt machen, so ein Tarnhaus quasi. Ja.
Ja, gut. Hörte. Genau. Ja, Talanor, ich bedanke mich, dass du die erste Folge nach Release, quasi die Release-Folge, mit mir zusammen bestritten hast. Die wollte ich nämlich eigentlich auch gar nicht alleine aufnehmen. Da bin ich sehr froh, dass du auch spontan Zeit hattest. Ja, danke. Also auch ich bedanke mich natürlich bei dir für das Gleiche. Mir ging es ähnlich und da haben sich ja quasi zwei heute gefunden. Genau. Ja, hat wieder Spaß gemacht. Echt, das kann ich wirklich sagen und ja. Gerne wieder. Hier ist er. Genau. Der Wendige. Der Wendige und der Beleibte. So. Ja, stimmt. Ja. Ja, genau. Bei mir, also wenn ihr sehen wollt, wie ich auch beim Pilli, ich werde den natürlich auch wieder in die Videobeschreibung verlinken, schauen und vice versa, wenn ihr aussehen wollt wie mich, wie ich aussehe, müsst ihr bei ihm schauen. Ja. Genau. So. Genau. Und bevor das weiter ausartet, würde ich sagen, verabschieden wir uns und laufen zusammen in den Sonnenuntergang oder sowas. Jawohl. Jawohl, genau. Die Pferde sind ja noch auf der Weide hinten. Ja. Deswegen müssen wir laufen. So, genau sowas. Bevor es hier noch schlimmer wird, sage ich auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen und bis bald.